Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zaptec Ages. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Wir befinden uns mittlerweile in Stage 1, Age 1 oder Abschnitt 1, was auch immer man sagen will. Und heute wollen wir dort natürlich ein bisschen weitermachen. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir gerade eine kleine Sache gebaut, und zwar den Nature Compass. Der ist nämlich neu in der neuen Version von Zaptec Ages. Es gab ein Update mit super vielen Bugfixes und ein paar neuen Sachen. Unter anderem gibt es jetzt dieses Advancement mit Dude, Where's My Biome? Und damit kann man sich praktisch den Nature Compass bauen. Der wird so gecraftet. Und dieser Nature Compass, der zeigt dann, wo ein bestimmtes Biom ist. Er ist jetzt gerade leider nur auf Darkland-Biome eingestellt und ich weiß nicht, ob man das irgendwie ändern kann. Aber ja, so sagt er uns praktisch, wo ein bestimmtes Biom ist. Und das ist zumindest für die Bissecraft-Achievement-Geschichte sehr, sehr hilfreich. Aber da wir das schon abgeschlossen haben, werden wir das nicht mehr benötigen. Genau, außerdem, ich habe meine Kisten offscreen ein bisschen sortiert. Das heißt, wir haben hier Grünzeug, hier Essen, hier Verarbeitungsmaterialien und so ein Zeug. Hier ist noch ein bisschen was drin, das ich noch nicht ganz zuordnen kann. Und hier haben wir Blöcke, Baublöcke, generell einfach nur Blöcke. Und wir wollen heute weitermachen mit Stage 0 und teilweise auch Stage 1. Also das Ziel für die heutige Folge ist, den Bicock-Boss zu töten von Totemic. Ein super starker Skelett-Boss und da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt so einen kleinen Trick, den man benutzen kann, um den Boss ja mehr oder weniger einfach zu töten. Ich glaube, den werden wir uns auch zunutze machen. Oh, guck mal, wie cool das jetzt hier aussieht, ne? Dieser Totem in der neuen Version, ziemlich nice, mit den ganzen neuen Texturen und so. Aber um diesen Boss zu töten, brauchen wir diese Eagle Bone Whistle, beziehungsweise um den Boss generell zu beschwören. Und dafür brauchen wir eine Igelfeder, also eine Adlerfeder. Und dafür brauchen wir Papageien. Das heißt, wir müssen uns irgendwo Papageien suchen oder diese finden. Am besten eben in einem Plains-Biom oder einem Dschungel-Biom. Ich glaube, es gibt sie auch, also ich glaube, es gibt sie in Plains, Swamplands und Dschungel. Normalerweise nur in Dschungel, aber ich glaube hier auch in ein paar anderen. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir die praktisch bekommen. Ich hoffe, man kann die so mitnehmen. Ansonsten müssen wir sie zähmen. Das ging wahrscheinlich mit Seeds. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Da müssen wir sonst zur Not nochmal nachgucken, wie man Papageien normalerweise zähmt. Und dann können wir die praktisch mitnehmen. Dann werden wir daraus Adler machen. Die Adler können wir auch wieder zähmen und vermehren. Und dann ist soweit eigentlich alles good to go. Okay, also erstmal schlafen und dann kümmern wir uns um das ganze andere Zeug. Okay, das Ganze habe ich doch richtig erkannt. Mit Samen können wir uns praktisch Papageien zählen später. Dementsprechend gehen wir jetzt erstmal auf die Suche. Und während wir das machen, halten wir ganz schlau Ausschau nach ein paar anderen Sachen. Denn mit dem neuen, mit der neuen Stage haben wir ein paar neue Dinge freigeschaltet. Und das sind praktisch Bodenproben, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das heißt, statt dieser Steine, die ihr vielleicht hier überall seht, gibt es jetzt auch so kleine Häufchen, die aussehen wie so Gravel oder so. Und das sind praktisch Bodenproben, woraus man entnehmen kann, was für Erze sich denn unter der Erde an dieser Stelle befinden könnten. Und zusätzlich bekommt man aus diesen Bodenproben auch noch sowas wie die Erze, die jeweiligen, die dann praktisch dort vertreten sind. Und wenn wir gerade mal ganz kurz in das Buch gucken, in Stage 1, dann sehen wir hier auch, wir haben Prospecting und das ist eben der Dowsing Rod, den wir brauchen. Aber wir müssen hier überall Surface Samples finden, also eben Bodenproben oder Übergrundproben für Kohle, für Tin und für Kopper. Und das werden wir eben nebenbei ein bisschen machen. Ich würde sagen, wir gehen für den Dschungel höchstwahrscheinlich nach Süden, weil Süden und warm und so, und Dschungel ist, glaube ich, warm. Deswegen, ja, werden wir das machen. Nebenbei gucke ich oder halte ich Ausschau nach diesen Proben und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir Proben oder ein Dschungelbiom gefunden haben. Okay, hier haben wir die erste Bodenprobe gefunden und zwar die Azurit-Sample, also das Azurit-Sample, und das bauen wir ab und dann kriegen wir ein Copper-Cluster. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch mehr und noch mehr und das sollte mir theoretisch verraten, dass wir jetzt hier unter der Erde höchstwahrscheinlich auch Kupfer finden werden. Am besten könnten wir das natürlich überprüfen, indem wir uns den Rod hier machen, also den Dowsing-Rod, aber wir sind halt ein bisschen weiter weg von zu Hause, ne? Obwohl, warte mal, den könnten wir uns sogar on the fly machen. Dann gucken wir uns das ganz kurz mal an. Und das Coole von diesem Dowsing Rod ist praktisch, er ist wie eine Art X-Ray. Wie ein sehr schlechtes X-Ray, doof gesagt. Oh, klar, wir brauchen einen Shopping-Block. Verdammt. Ich hätte mir ein Crafting-Ding on the stick machen sollen, ne? Markieren kann ich mir das auch nicht. Koordinaten sehen wir hier leider auch nicht. Wir können uns den Chunk merken.
Obwohl, nee, können wir uns nicht. Ah, okay, aber wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause. Da drüben ist unser Zuckerrohr, das heißt, das können wir uns hoffentlich merken. Wir nehmen einfach mal die Spitze hier und laufen da dann wieder gerade rüber. Dann schnaffe ich mir ganz kurz mal den Dowsing Rod und dann schauen wir, ob wir Kupfer finden. Dann gehen wir vielleicht sogar noch unter Tage heute. Okay, kurze, relativ spontane Planänderung. Wir werden heute doch nicht mit dem Boss weitermachen, sondern wir kümmern uns heute um Rohstoffe, um die ersten. Ich bin gerade nochmal zurückgelaufen und habe mir ein paar Sachen geholt, unter anderem unseren Antik Atlas. Und ich habe hier auch schon markiert, hier hätten wir unser Kupfer und hier haben wir gerade Tin und Kohle gefunden. Habe ich ein bisschen falsch geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt Kohle hier und wir haben Tin und wir haben Kupfer. Außerdem habe ich mir nach eurer Empfehlung hin ein Crafting Table und ein Stick gemacht, damit wir unterwegs immer bauen können. Das ist, glaube ich, auch relativ hilfreich und sollte uns hoffentlich ein bisschen weiterbringen. Okay, das heißt, es wird heute keine Papageisuche geben, sondern wir gehen heute auf Rohstoffsuche, nachdem wir jetzt praktisch die ersten Sachen gefunden haben. Und wir können uns jetzt auch direkt mal Sticks bekommen wir die so, aber gegen Sticks zum Beispiel so. Das heißt, wir werden uns jetzt mal den Stick machen, die wir uns haben wollen. Die Wünscherute, da ist sie. Der Weak Dowsing Rod. Will detect unlocked ores in 48 block straight line. Das ist ziemlich cool. Und hier drunter waren ja überall oh, guck mal, wir haben sogar was gefunden. Kohle haben wir hier. 4 Stück drunter. Kohle 2, Kohle 3. Nice, denn hier waren praktisch die Kohle-Samples, die wir hatten unter diesem Baum hier. Und wie ihr seht, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir hier Kohle, Kohle, Kohle. Und das Coole ist, in diesem Modpack sind Erze nicht einfach so ja, normal generiert, sondern Erze werden hier in großen Clustern, sage ich jetzt einfach mal auf Englisch, generiert. Das heißt, wenn man einmal Erz findet, dann findet man gleich eine ganze Menge davon. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier runter und gucken, ob wir die Kohle finden. Und dann haben wir tatsächlich unsere ersten Erze jetzt schon in diesem Modpack hier gefunden. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool, wenn das jetzt wirklich so wäre. Ich meine, wir wissen, dass sie hier sind. So ist es ja nicht. Aber wir wollen sie natürlich auch abbauen. Oh, sorry, bei euch ist gerade super dunkel. Ich glaube, ich hält das einfach so ein bisschen auf, damit ihr was seht. Da ist es! Jawohl! Unsere erste Kohle. Wie geil! Oh, komplett sick. Okay. Und es sieht natürlich auch ganz anders aus, die Kohle, ne? Und die können wir jetzt einfach abbauen? Ja, können wir. Und jetzt die Frage, können wir uns Fackeln machen? Nein, schade, schade, schade. Wie macht man sich denn normale Fackeln? Mit, ist das Twine? Ja. Wir haben ein bisschen was dabei. Dann könnten wir uns Plant Twine machen. Und jetzt nochmal einen Stick und nochmal Kohle. Ja, und jetzt haben wir Fackeln. Geilo. Guck mal, jetzt sieht ja auch wieder richtig was. Sehr cool. Okay, also unser Dowsing Rod hat funktioniert. Ihr seht, wir haben hier runtergeklickt und haben jetzt hier das erste große Kohlevorkommen gefunden. Das sei ziemlich, ziemlich sick, ne? Also wie das gemacht ist wirklich. Dass man praktisch so Bodenproben findet, dann weiß man, okay, hier könnte sich das und das befinden. Und tatsächlich, wie man sehen kann, befindet sich hier Kohle. Und das ist eben eine riesige Ader. Das ist das deutsche Wort dafür. Also Erze treten hier immer in großen Adern auf. Also auch Eisen und so weiter. Gibt es einfach riesige Adern dann, die wir dann finden werden. Und hier war auch in der Nähe Kupfer und Tin. Das heißt, wir könnten jetzt vielleicht so nochmal gucken, ob wir... Ah, guck mal, das ist Cassiterite. Das ist, glaube ich, Tin. War das Tin? Es stand hier... Ja, genau. Cassiterite. Okay, also in die Richtung hier haben wir auch noch ein Tin-Vorkommen. Das ist gut. Oh, das ist sehr nah. Okay, cool. Das ist Cassiterite. Und das ist Error 44, Heat Not Found. Und das gibt uns praktisch diese Tin-Cluster. Ja, wie geil ist das denn? Okay, also 2 von 3 Erzen haben wir dann schon mal gefunden. Tin und Kohle. Und wir hatten ja eben auch noch Kupfer. Mein Gott, ich kann nicht reden gerade. Ne? Kupfer hatten wir hier oben. Da war auch eben eine Bodenprobe. Das heißt, die können wir auch gleich nochmal suchen. Und dann können wir Kupfer auch noch abbauen. Geil, das ist ziemlich, ziemlich cool. Dann hätten wir schon mal die ganzen ersten Rohstoffe dafür abgeschlossen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ich begrabe die jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus. Das könnte natürlich noch eine Sekunde dauern, ne? Weil das eben sehr große Adern sind. Und dann, oh, ich habe was Neues bekommen. Sulfur. Ah, macht Sinn bei Kohle. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die ganze Ader hier ausgehoben habe. Dann sehen wir auch mal, wie groß die ist. Okay, ich glaube, ich mache hier gerade erstmal ein bisschen Pause, denn das Ganze ist um einiges sehr, sehr, sehr viel größer, als ich eigentlich gedacht hatte. Die Cluster sind 4 dick, haben wir ja vorhin gesehen. Das heißt, die Rod haben uns das hier angezeigt, dass wir, da stand dann Coal 4 und das bedeutet eben, dass wir praktisch ja 4 dick
Kohle dort haben. Und ja, dementsprechend geht das hier eben 4 Blöcke dick und ihr seht auch, was für ein riesiger Klotz das ist. Ich will das nicht alles mit der Steinspitzhacke abbauen und ich habe auch ein bisschen was im Hinterkopf, dass wir vielleicht später was bekommen, mit dem es leichter und profitabler ist, das Ganze abzubauen. Deswegen, wir haben 1,5 Stacks Kohle und einen halben Stack Tin. Hier ist Tin natürlich auch noch ein riesiges Vorkommen und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder hier raus erstmal. Wir haben uns das ja markiert. Wir können uns auch später Leitern hier runterbauen und jetzt gehen wir einfach nur nochmal Kupfer holen und schauen, was wir uns mit den ersten Rohstoffen denn bauen können. Oh, hier ist irgendwo ein Skelett. Okay. Aber ja, wir gucken praktisch, was wir uns mit den ersten Rohstoffen so bauen können und vielleicht kriegen wir schon relativ bald eine bessere Spitzhacke. Eine, die entweder schneller ist oder, was für natürlich noch cooler wäre, eine, die Lack oder sowas hat. Damit praktisch da aus sehr viel mehr Zeug rausbekommen. Oder irgendwie ein Hammer, irgendwie sowas. Ich will es einfach noch nicht jetzt abbauen, deswegen, oder noch nicht alles jetzt abbauen. Das ist die bessere Antwort dafür. Okay, gehen wir noch ganz kurz das Kupfer suchen und finden hoffentlich da noch genug und dann gehen wir nach Hause. Guck mal, Pumpkins haben wir auch, cool. Okay, hier sind wir. Wir sind also Kupferstelle und wir haben hier Azurit gefunden. Und zwar eins. Eins heißt natürlich nur, dass es einen dick ist, also das Vorkommen, aber das wird wahrscheinlich auch wieder so riesig sein wie die anderen Vorkommen, die wir hatten. Ah, oh, wir haben so viel Zeug und ich weiß nicht, was ich wegwerfen will. Ein Ei will ich auf jeden Fall behalten. Guck mal, das können wir wegwerfen. Und dann graben wir uns wieder hier nach unten. War das hier? Ja, okay. Gut, never dig straight down. Das wisst ihr hoffentlich alle, aber wir haben jetzt einfach gerade keine andere Möglichkeit. Ob wir uns ein paar Sticks holen könnten, um uns Leitern zu machen. Das machen wir ganz kurz. So, da haben wir ein paar Leitern mit Inventar. Ich hoffe mal, die reichen, bis wir hier unten ankommen. Ich weiß natürlich nicht, auf welcher Höhe das Ganze ist, obwohl es auch mal mit dabei steht. Also wenn ihr euch die Advancements anschaut, dann steht hier auch immer, zwischen welchen Y-Level man das hat. Also hier zwischen 12 und 52. Wir wissen halt leider nicht, auf welcher Höhe wir sind. Ne? Das sieht man hier auch nicht unbedingt. Aber man könnte es theoretisch mit der Plumbing-Line rausfinden. Aber das wäre ein bisschen kompliziert. Okay. Aber es würde funktionieren, rein theoretisch. Gut, dann gucken wir jetzt mal wieder, bis wir hier das Azurit finden oder eben unser Kupfererz und ob wir da früher oder später genug von rausbekommen. Oh nein. Also tiefer als 48 Blöcke kann es nicht sein, ne? Deswegen müssen wir mal gucken. Okay, das hier sieht sehr, sehr stark nach einer Höhle aus, die wir gefunden haben. Das war die erste, die wir bis jetzt gefunden haben. Okay, da sind sehr viele Monster, aber wir gehen einfach wieder so, dass uns das nicht interessiert, ein bisschen weiter nach unten, denn das Azurit ist tatsächlich noch tiefer. Und hier kommt irgendwo ein Skelett, so wie ich das anhört. Hallo? Nee, noch nicht. Okay, gut. Hat nur ein bisschen Angst, dass hier gleich ein Skelett in meinen Käfig reindruckt und mich kaputt haut. Wird doch bestimmt gleich passieren. Okay, wir buddeln einfach ein bisschen weiter nach unten, da ihr gleich eh nichts mehr seht. Werde ich da einfach mal einen Cut machen und dann... Ah, da sind wir. Azurit. Jawohl. Und das ist eben jetzt unser Kupfer. Yes! Und Kupfer haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. Oder noch nicht? Das ist Andesit, Marble. Doch, wir hatten Kupfer auch schon, ne? Ja, genau, hier, Kupfercluster. Okay, ja, sehr gut. Dann bauen wir das jetzt alles ab. Und dann haben wir hoffentlich alle Erze, die wir brauchen. Okidoki, und auch unser Kupfer ist abgebaut. Das heißt, jetzt geht es für uns hier wieder nach oben. Müssen wir mal gucken, dass wir hier einfach komplett rauskommen. Wir haben Kupfer einen ganzen Stack bekommen. Das ist, oh Gott, das ist sehr, sehr gut eigentlich für uns. Also das hilft uns hoffentlich ein bisschen weiter. Und gut, auch hier, das werden wir wahrscheinlich wieder finden. Ich setze den Cobblestone jetzt einfach mal ganz nach oben. Damit wir da praktisch später wieder rausfinden. Aber das war jetzt tatsächlich sehr, sehr tief. Also das war wirklich so auf Höhe 12 oder so wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall fast auf dem Boden. So, da sind wir wieder. Unser Inventar ist randvoll und wir laufen wieder nach Hause. Das müsste in diese Richtung hier irgendwo sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier nach oben. Perfekt. Orientierung ist noch da. Gut, unsere Sachen sind alle wieder weggelegt. Wir haben sogar ein neues Manual bekommen, und zwar das Field Manual von Geolysis. Und dort steht praktisch alles drin, was wir über die neuen Erze müssen wissen. Denn die Erze sind eben alle ein bisschen anders. Das werden wir uns auch noch mal ein bisschen angucken. Ansonsten, Inventar ist wieder sortiert. Genauso wie die Lizze können wir auch wieder wegwerfen. Oder den Nature Compass, der kommt in unsere Toolbar hier unten rein.
die Wünscheroute erstmal auch wieder. Nennen sie einfach mal Wünscheroute und den Rest behalten wir mal. Das sind jetzt die Rohstoffe, die wir bekommen haben. Also wir haben Tin, Kupfer, Kohle und Sulfur. So viel werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt benutzen. Aber wer andere Modpacks kennt, der weiß, was man sich aus Tin und Kupfer machen kann. Und zwar Bronze. Eigentlich auch aus dem echten Leben. Aber aus Tin und Kupfer können wir uns Bronze machen. Und das machen wir in dem Alloy-Kiln. Dieses Ding hier. Der Alloy-Kiln von Immersive Engineering. In dem machen wir uns Bronze. Dafür brauchen wir 8 Kiln Bricks in 2x2x2 und ein Engineer's Hammer. Das heißt, Kiln Bricks sind diese Dinger hier. Dafür brauchen wir Bricks und Sandstone von von normal Minecraft. Also brauchen wir noch ein bisschen mehr Clay. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas drin habe. Weder Sand. Wir haben ein bisschen Clay. Das ist sehr gut. Aber hier haben wir noch mehr Clay. Das ist noch besser. Aber Sand haben wir nicht so viel. Das heißt, Sand müssen wir auf jeden Fall nochmal suchen gehen. Und wir nehmen das hier auch mal wieder raus und wir nehmen einfach mal ein bisschen Clay. Warte, wir gucken mal ganz kurz. Wir brauchen 8 Stück. Einer davon gibt uns 2. Das heißt, wir brauchen insgesamt 4. Also wiederum 8 von unseren Bricks. Also machen wir das ganz einfach so. Und dann brauchen wir doch ein bisschen Sand. Den holen wir uns am besten am Wasser unten. Da gibt es bestimmt wieder Sand. Eigentlich könnte ich hier auch mal einen Weg entlang machen, ne? Sodass wir hier zum Wasser ein bisschen besser kommen. Denn das Coole ist, dass man sich auf dem Grass Path, also das Ding, das ich jetzt praktisch gerade hier mit der Schaufel kreiere, auf dem bewegt man sich schneller. Also man läuft darauf schneller als auf normalen Blöcken. Ist natürlich immer relativ hilfreich, wenn man die irgendwo hin will. Gut, wir wollen eigentlich nur 8 Sand, glaube ich. Und dann haben wir auch genug für unseren Alloy-Kiln, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, genug Sand haben wir. Den habe ich auch direkt zu Sandstein gemacht. Irgendwie ein bisschen komisch, dass man Sandstein einfach so herstellen kann und den nicht in der Presse machen muss. Mysteriös. Also das finde ich ziemlich cool eigentlich, wenn man den in der Horse Press machen müsste. Nicht so wie davor. Außerdem haben wir unseren Clay müssen wir in dem Kiln hier drüben schmelzen und nicht auf dem Grill, also müssen wir das alles einzeln hier reinwerfen. Aber sobald wir das haben, haben wir eben die ersten für unseren Kiln Alloy Furnace. Das heißt, wir bauen den einfach mal ganz kurz und nebenbei können wir schon mal anfangen, unsere Schmiede das erste Mal zu benutzen. Denn wir müssen jetzt unsere ersten Metalle verarbeiten. Das können wir jetzt nämlich mittlerweile mit der Schmiede, die wir haben. Das heißt, heute ist wirklich der Tag der Metallverarbeitung endlich mal gekommen. Hallo, Mr. Mann. Das ist ein Cursed Creeper. Was machst du denn? Du kommst in mein Haus und das finde ich nicht cool. Okay, wir gehen mal schlafen. Wir haben sogar direkt das Advancement All Mixed Up bekommen. Also jetzt sind sogar mehr Sachen hier damit freigeschaltet. Aber wir wollen den Furnace natürlich machen. Und wir wollen unsere Metalle verarbeiten. Das heißt, wir gucken weiter hier nach oben, beziehungsweise nochmal zurück. Denn wir haben ja unsere Schmiede, unsere Porzellanschmiede mittlerweile. Und die wollen wir jetzt benutzen. Das bedeutet, wir gehen mal ganz kurz hier rüber, werfen hier unten ein bisschen Kohle rein. Denn die Kohle wird jetzt praktisch hier als fester Brennstoff benutzt, um unsere Smelter hier auf Temperatur zu bringen. Und hier drin können wir jetzt Kupfer schmelzen. Wir brauchen 2 Stück und aus einem dieser Dinger, seht ihr, wird dann ein Ingot. Und dieses, schon wieder so ein Wolf-Zombie. Diese Ingots brauchen wir, um uns den Engineer's Hammer zu machen, denn der wird hier aus Kupfer gebaut, nicht normalerweise wie aus Eisen, denn ja, wer weiß, Eisen haben wir noch nicht. Also, gucken wir uns den Weg an, wie wir am besten an Kupfer drankommen. Was wir jetzt machen, ist so gesehen schon mal mehr oder weniger der erste Step, den wir haben. Denn wir müssen das Kupfer natürlich einschmelzen. Aber wir können nicht einfach irgendwie eine Ingot-Form oder sowas machen. Das haben wir noch nicht gelernt. Sondern der Weg darüber ist ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns Copper-Ingot mal angucken, dann sehen wir haben entweder das hier, aber die Cast kennen wir noch nicht. Oder wir haben den Stone-Anvil mit einem Block auf Copper, wo wir das Ganze praktisch dann klein hämmern. Also machen aus einem ganzen Block dann mehrere kleine Dinger. Und den Block wiederum können wir uns in einem Casting Besinn herstellen. Und das können wir schon machen. Das heißt, wir können uns Sealed Bricks bauen. Die machen wir entweder über Grout, oder wir machen sie über Grout, besser gesagt. Das haben wir leider noch nicht gelernt. Also wir können auch keine Ingots gießen. Und für Grout brauchen wir Gravel, Clay und Sand, wie wir das schon kennen. Das alte Rezept. Und das Ganze machen wir dann in unserem Grindstone hier zu Grout. I am Grout. Und dann können wir damit praktisch unsere Sachen machen. Jetzt haben wir hier Molten Copper 2 Ingots. Aber wir brauchen natürlich mehr, weil wir den ganzen Block gießen wollen, brauchen wir 9 Ingots. Das heißt, wir machen das jetzt alles mal mehr oder weniger multitasking-mäßig nebenbei. Das heißt, wir bauen auch noch ein wenig Sand von unten. Wir bauen noch mehr Gravel, wenn wir das nicht haben. Und Clay. Und dann können wir uns Grout machen. So, da haben wir das letzte Grout, das wir brauchen. Und das kommt jetzt hier mit auf den Stone Grill. Dann seht ihr schon, wir bekommen hier drüben Seared Bricks. Unsere normalen Bricks sind auch schon fertig. Und damit können wir uns dann jetzt die letzten
Kiln Bricks machen, die wir brauchen. Ich habe sehr viel zu wenig Sandstone. Okay, also alles um die Hälfte verrechnet. Das ist ein bisschen doof, da müssen wir noch mehr Sand holen. Aber ich würde sagen, wir können unseren Alloys-Mater jetzt vielleicht erstmal hier reinmachen, in die Ecke oder sowas. Also es soll ja eh unsere Schmiede werden, deswegen machen wir das Ganze so. Jetzt bauen wir nochmal 4 Bricks davon und mittlerweile haben wir auch schon Molten Copper 5. Genau, also wir brauchen nochmal mehr. Wir bauen eben 9. Dann hätten wir das Ganze fertig. Und während hier unsere Sealed Bricks weiterschmelzen, machen wir uns einen Foresight, also einen Ausguss praktisch. Dafür brauchen wir nochmal mehr Porzellan. Theoretisch könnten wir uns auch den normalen Foresight machen, glaube ich. Probieren wir mal aus. Wir können ja hier noch mehr machen. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, jetzt sollten wir, glaube ich, mittlerweile wirklich alles fertig haben. Unser letztes Kupfer schmilzt noch und dann haben wir gleich 9 Ingots hier drin. Wir haben den restlichen Sand, den haben wir schon zu Sandstone gemacht und jetzt können wir hier die restlichen Kiln Bricks machen. Da sind sie. 4 Stück, perfekt. Und die setzen wir jetzt hier weiter oben drüber. Zack, 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 zack. Dann passiert noch nichts, denn wir brauchen natürlich erst noch den Engineer's Hammer. Und mit dem können wir uns dann, dem können wir uns dann eben das Ganze aktivieren. Also wir brauchen 2 Sticks, wir brauchen einen String und wir brauchen unser Kupfer. Und dazu kommen wir gleich. Beziehungsweise brauchen wir davon nochmal eine Sache, und zwar den Anvil, den ersten. Also das Ding hier. Oh, Stone Mallet, Martian Stone Anvil, just a refined rock on a stick. Okay, das brauchen wir also auch noch. Cool. Der Stone Anvil. Mit diesem guten Ding können wir dann nämlich Platten klopfen, zumindest am Anfang. Okay, wir haben wirklich nur 2 davon, aus welchem Grund auch immer. Also hiermit können wir praktisch das hier machen. Und dann haben wir den Stone Anvil. Den, würde ich sagen, packen wir auch erstmal in unsere Schmiede. Würde ja eigentlich nur passen, so rein logisch gesehen. Und, den Stone Mallet haben wir sogar gratis dazu bekommen. Das ist ja cool. Okay, nice. Das ist cool. Okay, und hier haben wir jetzt bald das letzte geschmolzen. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal die nächsten Dinger machen. Also einmal das Faucet, also den Ausguss. Und das Casting Besinn, also den Block, mit dem wir uns Blöcke gießen können. Der kommt praktisch hier daneben. Das Faucet kommt hier dran. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, jawohl, wird es rausgegossen. Perfekto. Und dann haben wir praktisch gleich den ersten Kupferblock. Der erfüllt sich jetzt hier gerade. 1296 Millibuckets. Der sollte auch gleich den letzten, da ist er. 1296 und der muss jetzt erstmal abkühlen. Ist natürlich sehr heiß, ne? Flüssiges Metall, nicht ganz so easy. Aber wenn wir das gleich haben, dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt haben wir es. Perfekt. Block of Copper. Jawohl, Metallverarbeitung ist da. Dann klicken wir jetzt hier mit Rechtsklick drauf und dann hier mit Rechtsklick nochmal weiter. Und da sind sie, unsere Kupferingots. Jawohl! Wie cool ist das denn? Okay, und jetzt packe ich das hier wieder zusammen mit dem Stick und der String oben drauf. Und dann haben wir den Engineer's Hammer. Damit Rechtsklick auf den Alloy Furnace und wir haben den Alloy Furnace. Geil, Artico. Und darin können wir jetzt praktisch Kupfer und Tin zu Bronze machen. Also, einfach nur Kupfer und Tin hier reingeschmissen und ein bisschen Kohle mit dazu. Reicht das schon? Oder brauchen wir irgendeine spezielle Kohle? Ich kenne den Ofen leider nicht, deswegen kann es gut sein, dass wir noch besondere Sachen brauchen. Aber wir könnten eh schon mal anfangen, hier ein bisschen mehr Tin zu schmelzen, denn vielleicht müssen wir Ingots hier reinwerfen und nicht etwa einfach nur das. Und es kann natürlich sein, dass wir irgendeine spezielle Kohle hier brauchen. Das heißt sowas wie Coal Coke als Beispiel, obwohl wir die noch nicht machen können. Aber da müssen wir noch gucken. Okay, den Hammer to create a structure und dann, ja, sind wir praktisch fertig mit allem, das wir heute machen wollten. Theoretisch könnten wir noch bis zur Bronze gehen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen overtop. Wir haben heute wirklich schon sehr, sehr viel geschafft. Und die Folge geht jetzt mittlerweile auch schon über 50 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange sie später für euch wird. Ich denke mal so um die 30 oder so. Da bin ich mal gespannt. Aber cool. Okay, also wir sind jetzt mittlerweile wirklich schon fast im Metallzeitalter angekommen. Wir haben Erze gefunden, wir haben Erze abgebaut, wir haben sie mittlerweile sogar verarbeitet. Also wir können Ingots herstellen, wir können mehr oder weniger schmieden und bald können wir sogar Legierungen herstellen. Das ist ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's heute von der heutigen Folge Zeftig Ages. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst super gerne eine Wertung da. Schaut morgen wieder vorbei. 15 Uhr kommen die Folgen immer online. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Okay. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste doch noch mein Tin herstellen. Und ich muss das Ganze jetzt doch nochmal machen. Wir haben uns einen Tin-Block gemacht in unserer Smeltery. Tin-Ingots. Und jetzt können wir uns hier drin, jawohl, aus 3 Kupfer und einem Zinn, also Mischverhältnis 3:1, können wir uns jetzt Bronze herstellen. Sieht man auch hier oben, genau, wenn man mit U draufklickt, der Alloy-Kiln, hat man hier 3 Copper, 1 Tin, ergibt 4 Bronze von Mechanism oder hier eben mit Bronze das oder sowas, noch ein bisschen was anderes. Und
warf mal noch ganz kurz ab. Der letzte Pixel ist ausgefüllt und da sind wir. Wir haben 4 Bronze-Ingot. Jawohl, Brains over Bronze steht jetzt hier. Brains over Bronze. Okay, und ja, jetzt haben wir alle Sachen freigeschalten. Gut, das war es aber wirklich final. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.